Der nächste Event steht an. Du willst daraus etwas ganz Besonderes machen. Natürlich gehört auch Musik dazu. Du denkst an einen grossen Namen, der ein paar Songs zum Besten gibt. Oder an eine gute Band, die während dem Apero für Ambiente sorgt. Soweit alles schön und gut. Du hast deinen Job prima gemacht und die Musizierenden gehen mit dem Säckchen voll Geld heim. Aber weisst du was? Unter uns. Ist so ein grosser Name heutzutage nicht wahnsinnig teuer geworden für ein kurzes Hallo? Das Ganze kommt dann auch vor wie eine dicke 1. August-Rakete. Alle haben so viel erwartet, dann macht es Puff und in kürzester Zeit ist der Spass schon wieder vorbei. Und geht die gute Band nicht während dem Apero Smalltalk oft ein bisschen unter, so dass man gleich so gute CD hätte abspielen können? Es gäbe ja zwischendrin noch viele andere Möglichkeiten. Anstelle vom grossen Namen zum Beispiel, produziert doch glatt jemand mit deinen Leuten einen Song, den du anschliessend als Andenken mitgeben kannst. Oder er komponiert dir den perfekten Soundtrack für deinen Anlass. Ein Jingle für die Firma, den du dann auch dem Chef präsentieren kannst. Oder ein flottes Duo spielt zu deinem Thema passende Songs in passender Aufmachung. Das wär's doch. Und die gute Band, die begrüßt das Publikum, wenn es den Saal betritt. Sie begleitet dich musikalisch während ihrer Rede. Mit einer Fanfare, mit passenden Untermalungen. Sie macht Übergänge zwischen Traktanten und lockert das Ganze so auf. Und zum Schluss gibst du dir auch 5 Minuten volle Aufmerksamkeit von den Leuten, die mitbekommen, was die Musizierenden alles können. Ja, es gibt noch viele Ideen, jenseits von Apero-Band und von grossen Namen umzusetzen. Und ich wüsste auch jemanden, der euch dabei sehr gerne unterstützt.